Um sympathisch zu wirken, brauchst du nur das eine. Hast du schon mal vom Halo-Effekt gehört? Ich erkläre es mal ganz kurz. Wenn ein Merkmal in deinem Verhalten, deinem Aussehen, deiner Erscheinung ein anderes überstrahlt, dann wirkt das auf deine ganze Person. Zum Beispiel Menschen, die eine Brille tragen, werden automatisch als intelligent wahrgenommen oder zumindest intelligenter, als wenn sie keine Brille tragen würden. Menschen, die sehr hübsch sind, denen spricht man zum Beispiel automatisch Geselligkeit zu. Eine amerikanische Studie hat ergeben, dass große Männer erfolgreicher wirken als kleinere Männer. Deswegen gibt es wahrscheinlich Absatzschuhe für Männer. Jetzt kannst du ja nicht immer dich größer machen, dich hübscher machen, eine Brille aufsetzen, was auch immer. Ich zeige dir, wie du über Bande sympathisch wirkst oder genauso wirkst, wie du wirken möchtest, auf jemanden, den du neu kennenlernst oder kennenlernen wirst. Wenn du bei jemandem sympathisch wirken möchtest, dann nimm dir jemanden, der über dich gut spricht, der mit dieser Person dann spricht. Zum Beispiel, ja, die Jutta, ja, die ist klasse, mit der kann man Pferde stehlen. Der Rudi, ja, das ist ein dufter Typ, selten so einen loyalen Menschen getroffen. Sympathie über Bande. Nutze diesen Priming-Effekt. Das Erste, was jemand über dich hört, wenn das positiv ist, dann hast du schon gewonnen. Und wenn dir das gefallen hat, tipp mir zweimal auf die Stirn. Oder folg mir oder komm gerne in meinen Mitgliederbereich. Den Link, den habe ich dir hier irgendwo reingepackt.